Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video werden wir lernen, wie man die Sinusfunktion nutzen kann, also diese Produktdarstellung der Sinusfunktion nutzen kann, um die Formel von Wallace oder Wally, die Produktdarstellung für Pi, herauszufinden. Und zwar schauen wir uns nochmal an, was wir im letzten Video rausgefunden hatten. Wir hatten rausgefunden, dass Sinus Px geteilt durch Px gleich diesem Produkt ist. Von k gleich 1 bis unendlich. Und die Produktterme sind 1 minus x Quadrat k Quadrat. Okay? Das wird die eine Zutat sein für unsere Rechnungen. Und die zweite Zutat, die ich verwende, ist dieser Grenzwert. Unendlich, und zwar ist das 2n plus 1 geteilt durch 2n. Ihr seht hier vielleicht direkt raus, also ich klammer jetzt hier nicht sonderlich aus, also man kann das leicht einsehen, oder ich zeige es mal wirklich. Das ist Limes n gegen unendlich. Hier haben wir die n ausgeklammert, also haben wir 2. 1 geteilt durch n und hier unten n mal 2. Jetzt, was ihr seht, ist, diese n's kürzen sich raus und dieser Teil geht gegen 0. Das heißt also, wir haben oben 2 plus 0 geteilt durch 2, also es gibt wirklich die 1. Also das ist die zweite Zutat, die wir brauchen. Und zwar, wie wir hier anfangen, ist einfach, wir setzen hier den x-Wert hier. Wir setzen x gleich 1/2. Okay, das ist der Schritt für diese Formel. Also für diese Formel verwenden wir überall, wo x steht, setzen wir 1/2 ein. Also bekommen wir Sinus Pi halbe und geteilt durch Pi halbe. Ist gleich, und jetzt diese Produktformel wird dann zu was? Und zwar bekommen wir hier bei dem x, bekommen wir 1/4. Und wenn wir das Viertel sozusagen in den Nenner ziehen, haben wir 1 geteilt durch 4k². Okay? Oder noch ein bisschen anders geschrieben, indem ich das 4 wieder als 2 ins Quadrat schreibe und mit diesem k zusammenführe, bekomme ich 1 minus 1 geteilt durch 2k ins Quadrat. Okay? Jetzt müssen wir noch ein paar kleine Schritte machen, und zwar dieses Sinus Pi halbe. Also das können wir nicht einfach so stehen lassen. Ja, und zwar, wenn wir das genauer anschauen, sieht man, dass Sinus Pi halbe, also im Einheitskreis, ich male mal hier nebendran, dass Sinus Pi halbe dieser Wert ist, also dieser 1, der Wert davon ist 1. Aber wenn wir 1 geteilt durch Pi halbe haben, ist es nichts anderes als der Kehrwert von dem, was hier unten steht, also 2 geteilt durch Pi. Okay, schauen wir uns die rechte Seite an. Und zwar mache ich da noch ein paar Veränderungen dran, indem ich das hier auf einen gemeinsamen Nenner bringe. Dann haben wir 2k, das Ganze ins Quadrat, minus 1 geteilt durch 2k². Und das ist jetzt ein bisschen wieder anders geschrieben. Also man sieht hier, wir haben 2k ins Quadrat minus 1. Das ist aber nichts anderes als das dritte Binom. Also 2k minus 1 mal 2k plus 1 geteilt durch 2k ins Quadrat. Okay, jetzt kommen wir schon langsam näher an das, was wir erreichen wollen. Und zwar, dann fange ich jetzt ein bisschen weiter links an. Also 2 geteilt durch Pi ist gleich diesem Produkt. Und dieses Produkt schreibe ich jetzt mal aus, dass ihr mal einen Überblick darüber kriegt, was das überhaupt bedeutet. Und zwar haben wir oben, okay, wir haben hier immer ungerade Zahlen. Für k gleich 1, also wir fangen es einmal mit k gleich 1 an. Wir haben 2 mal 1, das ergibt 2, minus 1, das ergibt 1, mal das hier ergibt 2 mal 1 plus 1 ergibt 3. Und das dazugehörige hier unten ist natürlich ein 2 ins Quadrat. Dann nehmen wir das Ganze mal, weil das ja ein Produktschreibweise ist. Und jetzt setzen wir sozusagen k gleich 2. Also haben wir 3
mal, also hier 2 eingesetzt, ist 4 minus 1, ergibt 3. Und hier 4 plus 1 ist 5. Und jetzt hier unten bekommen wir natürlich 4 ins Quadrat. Und ihr seht hier, das Muster geht eigentlich recht logisch weiter. Hier unten haben wir immer gerade Zahlen quadriert. Und hier oben haben wir immer das Produkt von ungeraden Zahlen, die vorherige mal die nächste ungerade Zahl. Und an das so ins Unendliche weiter. Okay, das ist sozusagen unser Ausgangspunkt. Wie machen wir jetzt hier weiter? Und zwar, der erste Schritt, den wir jetzt hier noch machen wollen, ist, wir wollen das Ganze hier jetzt als Kehrwert schreiben. Ich schreibe es nochmal ab auf ein zweites Blatt, wenn wir ein bisschen mehr Platz haben. Also gleich als Kehrwert, wenn man die vertauscht, dann bekommen wir das. Also vorher waren die Quadratzahlen O unten, jetzt sind sie natürlich oben. Und unten haben wir dann immer so ein Produkt von ungeraden Zahlen. Okay, also mal 8 Quadrat geteilt durch 7 mal 9. Und es wird natürlich so immer weitergehen mit dieser Serie, also mit dieser Folge. Also es ist keine Fernsehserie, sondern eine Serie nennt man das auch. Series im Englischen. Okay, also hier geht es noch weiter. Und jetzt sortieren wir hier noch ein bisschen weiter rum. Und zwar sehen wir hier, was wir hier immer bekommen, sind immer zwei ungerade Zahlen, die man miteinander multipliziert. Das heißt also, wir haben die auch ins Quadrat. Okay? Wir bekommen also 2 ins Quadrat, okay, geteilt durch 3 ins Quadrat mal 4 ins Quadrat mal 5 ins Quadrat. Okay, und jetzt geht es weiter, mal 6 ins Quadrat mal 7 ins Quadrat mal 8 ins Quadrat mal, genau, 9 ins Quadrat. Und so geht das Ganze hier weiter. Und rein theoretisch hätten wir durch dieses Produkt, also wir kommen irgendwann mal an, sozusagen an eine Zahl dran, die so ausschaut, ins Quadrat. Danach kommt eine Zahl, die so ausschaut, ins Quadrat. Und unten haben wir dementsprechend immer die sozusagen die dazugehörigen ungeraden Zahlen. Und hier haben wir das letzte hier, 2n plus 1 ins Quadrat. Natürlich geht es hier noch unendlich weiter, aber